In der deutschen Geschichte ist der 9. November zweifelsohne ein Schicksalstag, aber dieser Tag ist auch auffällig geworden letztes Jahr an den Märkten und wir wollen ein bisschen mal die Situation beschreiben, die vor einem Jahr war und die für die deutsche Geschichte gilt an diesem 9. November und ich fange gleich damit mal an mit dem, was am 9. November passiert ist. Da begann die Novemberrevolution, wie sie auch heißt, 1918, also die Ablösung des Deutschen Kaiserreichs. Dann haben wir 1923 am 9. November den sogenannten Hitlerputsch, der scheiterte, aber Hitler wurde dadurch so berühmt durch den Prozess, konnte dann in der Haft sein Mein Kampf schreiben, dass das im Prinzip der Auftakt dann des Geschehens war ab 1933. Dann haben wir 1938 die Reichspogromnacht, praktisch auch der Auftakt zum Holocaust. Und wir haben, was haben wir noch? Wir haben auch 1848 das Scheitern der sogenannten Märzrevolution mit Erschießung von Robert Blum, dem damals bekanntesten Revolutionär. Also da ist sehr, sehr viel passiert und wir haben natürlich dann ja die Berliner Mauer, die an diesem Tag gefallen ist. Also es ist einiges passiert. Dieser Tag hat eine solche Dimension in der deutschen Geschichte wie kein anderer. Ich wollte das zu Beginn des Videos vielleicht mal bringen. Hier haben wir jetzt aber noch eine andere Situation, nämlich die Börsensituation und die Corona-Situation, die vor einem Jahr sehr virulent wurde, denn genau vor einem Jahr, da meldete Pfizer, dass man mit BioNTech zusammen einen Vaccine-Kandidat entwickelt habe. Ich habe hier mal original die Pressemeldung rausgesucht, der zu über 90% effektiv sei in preventing COVID-19. Also über 90% Ansteckung sei damit verhindert worden. Wir wissen inzwischen, dass das wohl nicht richtig ist, beziehungsweise dann durch die verschiedenen Varianten immer weniger wurde. Wir sprechen ja immer mehr jetzt auch von sogenannten Impfdurchbrüchen. Was wir wissen, ist offenkundig, dass die Impfung schwere Verläufe unwahrscheinlicher machte. So viel scheint immerhin klar. Jedenfalls der DAX hat dann ab dem 9. November deutlich zulegen können, nachdem es vorher nach der ersten Rallye, nach dem Abverkauf des Corona-Crashs dann nochmal runterging. Aber dann war praktisch ab dem 9. November mit dieser Meldung Value plötzlich angesagt. Diese ganzen Reopening-Werte, die vorher nicht so gut gelaufen waren, was vorher richtig gut gelaufen war, das waren die Tech-Aktien, die Deflationsaktien, wie eben diese US-Tech-Werte, die einfach dann ein neues Hoch nach dem anderen erreichten. Und erst als dann diese Meldung kam, dann schossen auch Fluglinien nach oben, Touristik, all diese Dinge, die eben von dem Lockdown damals so schwer getroffen waren. Also der 9. November, der war sehr wichtig letztes Jahr. Aber wie sieht es jetzt derzeit aus? Wir sehen, dass sich die Lage weiter zuspitzt, vor allem in Österreich und Tschechien. Sehen wir massive Infektionszahlen, auch die Hospitalisierungen sind sehr, sehr groß. Man warnt jetzt schon, dass wir Weihnachten vielleicht wieder im Lockdown sitzen. Das wäre natürlich die totale Katastrophe. Verschärfte Maßnahmen werden wohl nicht vermeidbar sein, so sagt ein Virologe. In Deutschland ist die Situation auch jetzt nicht undramatisch, aber weniger dramatisch als in Österreich und Tschechien, wie hier die Commerzbank zeigt. Also so ganz haben sich unsere Hoffnungen nicht erfüllt in Sachen Impfstoff. Das ist ein langer, langer, langer Prozess, ein langer, langer Kampf, der nicht einfach so gewonnen werden kann, wie man damals eben genau vor einem Jahr dachte, am 9. November. Hurra, jetzt haben wir das Ding hinter uns. Wir haben jetzt aber die Hinterlassenschaften dieser ganzen Corona-Krise, die uns jetzt beschäftigen. Hier mal ganz frisch, das IFO-Institut hat die geschätzte Dauer der Lieferengpässe in den verschiedenen Bereichen. Einzelhandel, da erwartet man mindestens noch 10 Monate Lieferengpässe im Bereich Fahrräder. 18,4 Monate. Ich habe neulich einen Fahrradladen besucht. Ich interessiere mich so für diese E-Mountainbikes. Und da war das Schaufenster voll. Dann gehe ich in den Laden rein. Drinnen gähnende Leere. Die haben also alle Fahrräder, die sie hatten, haben sie schön ins Schaufenster gestellt. Das zeigt so ein bisschen die Situation. Möbel, Spielwaren etc. Sie sehen also, welche Branchen hier besonders betroffen sind. Und Lieferprobleme im Einzelhandel, da sehen wir, dass praktische Fahrräder die am stärksten betroffene Branche sind, aber alle anderen, vor allem Elektronik, sind eben auch betroffen. Nahrungs- und Genussmittel noch nicht, inshallah, aber das könnte bald noch kommen, wenn wir uns mal die Düngerpreise anschauen. Also wir sehen, wir sind plötzlich in einer Mangelwirtschaft, so muss man das sagen, in der Angebot knapp ist und Nachfrage auf jeden Fall größer ist als das Angebot. All das werden wir heute vielleicht sehen im ZEW-Index, der kommt um 11
11 Uhr. Der ist jetzt fünfmal hintereinander gefallen, möglicherweise heute das sechste Mal hintereinander. Und wir haben dann heute als wichtiges Datum auch noch 14:30 die US-Erzeugerpreise. Die dürften so wie im letzten Monat zum Vorjahr um 8,6% gestiegen sein. Morgen kommen ja dann die wichtigen US-Verbraucherpreise. Also das werden absolute Hingucker und die Notenbanken, die sind wunderbar entspannt, wie etwa jetzt, Sie sehen, Christine Lagarde, die hatte gestern gute Gespräche und so die eine oder andere Annäherung, gell? Naja, man lebt ja nur einmal und sie sagt, we are confident that the current higher inflation is transitory. Also es ist natürlich vorübergehend la Inflation, und das ist ganz klar, und da wird dann gleich einmal ein bisschen Party gemacht und ein Vino getrunken, das muss man ihr ja gönnen. Aber auch die Kollegen von der FED sind aktiv. Gestern hatte die FED ihren Financial Stability Report herausgebracht. Und da warnt man vor den Risiken der zuletzt doch ein bisschen gestiegenen Aktienkurse. Welche gestiegenen Aktienkurse? Hier ein Twitter-Kommentar, die warnen über ihr eigenes Casino. Das macht natürlich Sinn, richtig. Sie haben diese Aktienpreise dahin gebracht, wo sie sind. Man hat hier mit Stablecoin, da sieht man Gefahren, also in diesem Kryptobereich, und man weist auf Chinas Commercial Real Estate Sektor hin, also den Immobilienbereich aus China, auf den ich gleich nochmal zu sprechen komme. Interessant. Dabei haben die Amerikaner selber auch eine wunderbare Hausblase. Letztes Jahr haben alleine 20% aller Amerikaner ihr Haus beliehen, und die zweithäufigste Beleihungsursache waren Aktienkäufe. Das sagt so ziemlich alles. Aber es wird interessant bei der Fed, denn jetzt ist auch Lael Brainard von Präsident Biden interviewt worden. Also, sie scheint immerhin in der Auswahl zu sein, allerdings sagt Politico, also es wird auf Jerome Powell hinauslaufen, der kriegt also seine zweite Amtszeit, und spätestens bis Thanksgiving, das ist glaube ich am 25. November um den Dreh, sollte die Entscheidung fallen. Interessant ist, dass ja gestern auch Quarles zurückgetreten ist, der für die Bankenaufsicht tätig ist. Wir haben jetzt eine Bilanzsumme der Fed von 8,5 Billionen, das entspricht 210%. Oder respektive die Aktienmärkte in den USA, die entsprechen 210% des BIPs in den USA, absoluter Allzeitrekord, ja gar kein Problem, und wenn das Ganze crasht, dann machen sich schon mal ein paar vom Acker, etwa hier die beiden, die jetzt kürzlich zurückgetreten sind, Rosengren und Kaplan, jetzt eben noch Quarles, also drei sind schon mal zurückgetreten und wünschen den Verbliebenen jedes Glück der Welt bei der Bewältigung dieses Ungeheuers, das wir da herangezüchtet haben. Und jetzt hat natürlich Biden neue Möglichkeiten, auch die Fed zu besetzen. Vielleicht wird er doch Lael Brainard wählen, denn die ist Demokratin, die ist eine Frau. Das würde die linke Fraktion, die Progressives innerhalb der Demokraten, natürlich sehr erfreuen. Und dank der lieben Fed haben wir gestern jetzt zum achten Mal hintereinander den S&P 500 auf einem Allzeithoch gesehen. Minimales Volumen und auch nur ein minimales Plus, also da ist nicht wirklich viel gewesen. Das ist die längste Strecke seit Juni 1997, neunmal hintereinander auf einem neuen Allzeithoch. Das gab es zuletzt 1964. Also ein bisschen haben wir da noch hin, wenn es heute gelingt. Insgesamt war es das 65. Allzeithoch. Wir brauchen noch 13 Stück, nämlich 13 neue Allzeithochs, um den Rekord aus dem Jahr 1995 zu schlagen. Aber wenn Sie mal InsiderArbitrage.com lesen, dann sehen Sie hier einen Bericht. In über einem Jahrzehnt habe ich, indem ich die Insiderverkäufe beobachte, habe ich noch nie so viele Insiderverkäufe gesehen. So hier dieser Bericht, also jemand, der das genau checkt, ob Führungspersonal in Unternehmen eigene Aktien verkauft, ja oder nein. Jetzt der Elon Musk ist ja jetzt auch dabei, der ein bisschen was verkaufen muss wegen der Steuer, gell? Jetzt haben wir hier das Thema Inflation. Das ist ja das, was man versucht jetzt noch runterzureden, aber wie schaut es eigentlich aus? Wir sehen jetzt hier die Gebrauchtwagenpreise, Manheim-Berechnung, sehen wir hier auf einem neuen Allzeithoch, der Oktober mit dem größten Sprung eines Monats, der jemals passiert ist. Und das war doch einer dieser Faktoren, die eigentlich transitory hätten sein müssen, nämlich mit Reopening der Wirtschaft. Alle wollen dann solche Gebrauchtwagen haben, aber dann flacht das wieder ab. So war die Überlegung, so kam es dann auch. Aber jetzt ist es wieder voll virulent. Warum? In
In vielen Bereichen können eben die Neuwagen nicht geliefert werden aufgrund des Chipmangels, was Gebrauchtwagen attraktiver macht, sodass dann eben die Preise steigen. In Großbritannien etwa zahlen sie für einen Gebrauchtwagen durchschnittlich schon mehr als für einen Neuwagen. So absurd ist die Situation und normalerweise gibt es einen Zusammenhang zwischen Gebrauchtwagenpreisen und insgesamt Einzelhandelspreisen. Das bedeutet, dass wir da möglicherweise vor einem weiteren Inflationsschub stehen. Und Inflationsschub ist vielleicht auch das Stichwort für Bitcoin, Ethereum. Die erreichen beide heute neue Allzeithochs, der Kryptomarkt jetzt mit über 3 Billionen an Marktkapitalisierung. Das ist mehr, und das wird den guten Elon Musk natürlich ganz traurig stimmen, das ist mehr jetzt, was Bitcoin allein auf die Waage bringt, als Tesla. Bitcoin 1,273 und durch den gestrigen leichten Abverkauf bei Tesla 1,167 Billionen Dollar ist immer noch ein paar Nullen zu viel, wenn Sie mich fragen, Geld, aber gut, das ist subjektiv. Gold an Nummer 1 mit 11,5 Billionen als Asset jetzt mal gesehen, und dann kommt schon Microsoft, die ja Apple überholt haben, mit 2,53 Billionen. Auf die eine oder andere Null kommt es in Sachen Inflation ja gar nicht mehr an. Geld bei diesen Geldmengen, da brauchen wir nicht mehr zu zählen. Jetzt Gold könnte interessant sein, vor allem Goldminenunternehmen, die sind wahrscheinlich so billig in Relation zum Gesamtmarkt. So hat es gestern Jim Grant gesagt, die Fed ist auf der falschen Seite des Marktes, und Goldminenaktien oder Gold, so sagt Jim Grant, sei praktisch ein Platz, eine Art Ruheort in einem Meer von Gambling und Spekulation, also von Zockerei und Spekulation. Wir sehen, dass die sogenannten CTAs, also das sind amerikanische Vermögensverwalter, so short sind in Gold wie seit 2020 nicht mehr. Das könnten gute Voraussetzungen sein, dass das gelbe Edelmetall nach oben zieht. Ja, wie schaut es aus mit der Inflation? Auf der anderen Seite sehen wir den Baltic Dry Index jetzt 12 Tage in Folge fallend. Und Citigroup ist jetzt im Camp der Transitionistas, der Transitory-Fraktion in Sachen Inflation. Die sagen, jetzt sollten wir mal drüber nachdenken, dass wir die Branchen vielleicht antizyklisch kaufen oder kontraindikatorisch kaufen, die besonders von Inflation negativ betroffen sind. Also hier auch der Mainstream hat jetzt die Citigroup erfasst, aber wir sehen, dass auf der anderen Seite hier die Anleihenmärkte ein anderes Szenario spielen, die sogenannten TIPS, also die inflationsgeschützten Anleihen. Da gibt es etwa die 30-jährige Inflation Linked Treasury. Die ist, was die Rendite betrifft, auf ein neues Allzeittief gefallen. Warum? Weil eben die Nachfrage so gigantisch groß ist, weil alle solche Anleihen kaufen wollen, um sich eben zu schützen vor Inflation. Und wenn die Nachfrage groß ist, dann sinkt die Rendite. Das ist die Logik am Anleihemarkt, meine Damen und Herren. Kommen wir noch zu dieser wunderbaren Situation in China in Sachen Immobilien. Hier ist jetzt das Problem, dass Chinas Regierung offenkundig Probleme hat, die Preise irgendwie zu stabilisieren. Warum? Weil diejenigen, die unter Stress sind, nämlich die Immobilienentwickler, die müssen verkaufen, die wollen verkaufen. Das bringt schlichtweg die Preise unter Druck. So hat Caixa jetzt etwa gesagt. Das ist das Unternehmen nach Evergrande mit den meisten Dollar-Bonds, die man emittiert hat, dass man es ohne externe Hilfe nicht schaffen wird, die Gläubiger zu bedienen. Evergrande selbst hat jetzt versucht, alles zu verscherbeln, was man irgendwie noch hat im Portfolio, vor allem irgendwelche Anteile an Tech-Firmen, die hat man oder versucht man jetzt zu verkaufen. Also die Situation ist verzweifelt. Und Goldman Sachs, das sind ja die bekanntesten Humanisten unter der Sonne, die haben jetzt gesagt, okay, wir gucken uns mal an jetzt, dass wir eben solche Schulden kaufen, dass wir praktisch solche Junk-Bonds kaufen von eben solchen Firmen, die in Stress sind, wie Kaiser, wie Evergrande. Wir sehen ja, dass die Renditen für chinesische Junkbonds zuletzt massiv gestiegen sind. Goldman Sachs denkt sich jetzt schon, die Regierung wird schon richten. Und da investieren wir uns diese Wette, gehen wir ein. Da bin ich gespannt, ob Goldman recht bekommt, ja oder nein. Auf jeden Fall sieht es danach aus. Derzeit tagt ja das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei, dass er sich hier praktisch Xi Jinping auf Lebenszeit wird nennen lassen. Damit hat er den Kampf der Roten Prinzen gewonnen, hat andere Dynastien abgesägt, hat sie so runtergehalten, dass er jetzt praktisch dann die Chance hätte, komplett durchzuregieren, stärker noch als Mao fast, könnte man sagen.
sicherlich kein gutes Zeichen für China. Und wie kurzfristig die höhere Inflation ist, meine Damen und Herren, das können Sie in einem Artikel lesen, der sich mit Philip Laney beschäftigt, dem Chefvolkswirt der EZB, dem eigentlichen Kopf der FED, der EZB, könnte man sagen. Da hat er gesagt, dass wir müssen diese kurzfristig höhere Inflation, da müssen wir durchschauen. Ja, Sie müssen ja manchmal durch manche Sachen durchschauen. Also wenn Sie gegen eine Wand laufen, dann müssen Sie praktisch diese Wand durchschauen. Ja, Sie müssen einfach mal sich da über die biologischen, physikalischen Gesetze hinwegsetzen, gell, auch wenn es einen Schädelbruch gibt. Nein, das sind dann Kollateralschäden, die halt einmal anfallen. Also, das ist die Situation, meine Damen und Herren. Der 9. November ist ein... ja, sehr bedeutungsschwerer Tag. Es ist ein Tag, der dann zusätzlich eben durch diese Entwicklung des Impfstoffs oder durch die Pressemeldung letztes Jahr, genau vor einem Jahr, eine zusätzliche Bedeutung bekommen hat. Wenn wir mal zurückblicken auf das, was in diesem Jahr passiert ist, dann sehen wir den absoluten Wahnsinn an den Finanzmärkten, sehen aber, dass die Pandemie nach wie vor alles andere als besiegt ist, trotz Impfstoff. Und das sollte einen doch ein bisschen nachdenklich stimmen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag. Um 11 Uhr kommt der ZDW-Index, bringen wir bei Finanzmarktwelt. Und um 14.30 Uhr dann die US-Erzeugerpreise. Und nochmal der Hinweis auf diesen wunderbaren Artikel über EZB und Philip Laney. Ich sage Servus und Ciao.